begrüße zur zweiten Runde neben mir Erika Dubach. Das ist ja etwas speziell. Wir arbeiten zusammen. Ich darf ihr Vorgesetzte sein. Also sie ist besonders motiviert, jetzt einen guten Vortrag zu halten. Erika, du hast ebenfalls auch einen theoretischen Hintergrund, allerdings mit einem Titel, unter dem sich man sich vielleicht etwas mehr vorstellen kann. Du hast eine Dissertation gemacht zum Thema, wo habe ich es aufgeschrieben? Transformation. Nein, halt, stimmt nicht. Applications and Implications of User-Generated Content in Retail. Hast du die Strategie für Digitech-Werbung mit diesen User-Kommentaren entworfen oder wie war das ganz genau? Das war tatsächlich meine Idee, nicht wirklich, aber meine Dissertation war genau das, 10 Jahre vor Digitech. Damals haben wir analysiert, wie die Benutzer sich auf sozialen Medien verhalten und auch, wie man mit den sozialen Medien ankommt im Publikum. Und Marketing nutzt das heute sehr gut. Das war wirklich meine Diss. Ich habe laut gelacht, als ich das erste Mal gesehen habe. Du hast ja sehr viel mit Clouds zu tun. Gibt es Momente, in denen du jetzt jegliche Vernetzung ausschaltest und einfach weder eine Cloud noch ein iPhone, was auch immer, sehen möchtest? Also ich verspreche, das Handy liegt dort, ich fasse es jetzt nicht an. Mir sind die zwischenmenschlichen Kontakte tatsächlich sehr wichtig, wie heute zum Beispiel. Das Handy kann bei mir gut ein paar Stunden liegen bleiben, außer wenn der Chef anruft. Genau, das wollte ich hören. Und wo bist du auch froh um Cloud-Lösungen, also ganz privat, wo verwendest du oder bist du froh um solche Lösungen? Ja, überall, also Mail, Kalender, die Leute, die mich kennen, ich habe fast immer meine Kopfhörer auf, bin am Musik hören, das ist Spotify, das läuft auf Google oder meine Files auf Dropbox, das ist bei Amazon, könnte nicht ohne, tatsächlich. Gut, danke vielmals, genug Vorgeplänkel, wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Sehr gut. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist Lessons Learned, weil wir sind mittendrin in dieser Beschaffung für Public Clouds. Das Projekt hat einen nicht Star Wars klingenden Namen. Es ist die WTO 2007. Leider, ich werde mich bemühen, das nächstes Mal besser zu machen. Ich berichte heute, wie die Public Cloud Beschaffung in die Strategie reinpasst. Wieso, dass wir das wollen, wie das reinpasst überhaupt in die Bundesverwaltung. Wie die Ausschreibung verlaufen ist, da hat man in den Medien einiges lesen können. Das Vorhaben Public Clouds hat 2 Schwerpunkte, die werde ich darstellen, weil es ist nicht nur die Beschaffung nach außen, die zählt, sondern nachher auch, wie es innen landet. Ich werde da Lessons Learned beschreiben aus beiden, die Vertragsverhandlungen und die interne Governance, Hilfestellungen und so weiter. Dann einen kleinen Ausblick geben, was wir als nächstes erwarten und dann stelle ich mich den Fragen. Ich fange mal so an. In der Bundesverwaltung haben wir verschiedene Liefermodelle für IT-Dienste, das ist auch richtig so. Die Cloud-Technologie, das wurde erkannt, ist etwas, was die Bundesverwaltung sich erschließen muss und möchte. Und da wurde die Hybrid-Multicloud-Strategie geschrieben im 2019. Die Public Clouds, über die wir heute sprechen, ist ein Teil dieser Strategieumsetzung und diese WTO dann die Umsetzung davon wieder. Es ist das Ziel schlussendlich, wir wollen erstens mal geordnet, sicher und effizient die IT, den IT-Nutzen holen und zweitens mal möglichst viel Nutzen für, und das ist die ganze Liste immer, zugunsten der Bürger, Wissenschaft, der Unternehmen und den Behörden selber ermöglichen. Also die Ziele sind hochgesteckt, die Ambition auch, die intrinsische Motivation ebenfalls. Wir haben gemerkt, dass das Projekt eine sehr hohe Aufmerksamkeit genießt. Ich begrüße die Medienschaffenden im Raum. Und das ist eine Komplexität im Projekt, die ich ebenfalls adressieren werde. Ich beginne mit einer Einordnung. Diese Darstellung ist noch in Review. Sobald es abgesegnet ist von den verschiedenen Gremien, werden wir die auch offiziell ohne die Klammer publizieren. Es soll ein bisschen einordnen, wie wir die Welt sehen. Ganz oben, Level 1, mit sehr vielen Funktionalitäten, international, darum ist dort auch eine Weltkugel drauf. Das ist die Public Cloud, die Hyperscaler, von denen wir in der WTO sprechen, in dieser WTO.
Wir haben aber auch Bedarf für ein Public Cloud Plus, wie wir das nennen, das ist Level 2. Dort sollen schützenswertere Daten, Personendaten zum Beispiel laufen. Dort werden auch engere Voraussetzungen gestellt bezüglich, wo die Daten sind. Also dort ist auch auf der linken Seite darum Europa und Schweiz. Dort gibt es Applikationen wie zum Beispiel bei SAP oder wir sind am Anschauen, wie das mit Microsoft dort funktionieren würde. Dann kommt eine gestrichelte Linie, weil dann bei den unteren Stufen sind wir beim Bund, in der Bundesverwaltung drin, weil es gibt Dinge, die wir nicht rausgeben in die Public Cloud. Das ist da die Stufe 3, ist dort die bundeseigene Private Cloud. Die ist heute, für die, die das kennen, das ist Atlantica. Dort laufen unsere Cloud-Lösungen heute. Es gibt einen Bedarf für eine Cloud mit höherem Schutzniveau. Das ist ebenfalls in Arbeit. Und wir wissen jetzt schon, dass es Dinge gibt, die niemals irgend auf einer Cloud laufen, sondern irgendwo tief im Berg. Das braucht der Bund natürlich ebenfalls. Für heute spreche ich über dieses Level 1, und zwar einfach der Teil der Hyperscaler, wie wir das beschaffen tun. Der Verlauf ist wahrscheinlich bekannt, aber ich sage es jetzt nochmals trotzdem, in meinen Worten vielleicht, wir haben die Ausschreibung für diese Public Clouds Bund gemacht, auf CIMAP publiziert im 2020, im Dezember. Das läuft über 5 Jahre, über 110 Millionen Franken, mit optionalem Bezug, das ist noch wichtig, das ist nicht irgendwie 110 Millionen, die allen versprochen wurden, sondern ist optional. Dann im Juni kam der Zuschlag auf 5 Anbieter, Microsoft, Amazon, also AWS, Oracle Software, IBM und Alibaba. Das konnte man weit und breit lesen. Nicht in diesen 5 war Google. Google hat dann auch eine Beschwerde eingelegt im Juli 2021 und diese dann aber auch wieder zurückgezogen im Oktober. Wir waren gut beschäftigt in dieser Zeit, das können Sie sich vorstellen. Wir waren dann aber bereit für das Kickoff, für die Vertragsverhandlungen im März 2020. Und ich würde sagen, das hat jetzt vielen Leuten den Sommer geprägt, Frühjahr und Sommer. Wie haben wir das aufgeteilt? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine interne Sicht, wie das Projekt läuft. Ich bin Auftraggeberin von dieser WTO. Wir haben 2 Schwerpunkte. Auf der einen Seite ging es natürlich darum, nach außen fokussiert, Verträge mit diesen Public Cloud Anbietern, mit diesen 5, zu erarbeiten. Das waren parallele Verhandlungen. Ich weiß nicht mal, ob die Leute im Raum sind jetzt gerade. Ich mache keinen Augenkontakt, aber das war ein ganzes Team. Die haben enorm effizient und dediziert gearbeitet, um parallel mit den 5 internationalen Hyperscalern zu verhandeln und die Verträge auszuarbeiten. Gleichzeitig hatten wir Leute, die intern gearbeitet haben, interne Grundlagen geschaffen haben und immer noch dran sind. Wie geht ein Bund auf die Public Cloud? Da braucht es Governance, dann verwende ich das englische Wort, weil mir das lieber ist als Vorgaben. Wie gehen Verwaltungseinheiten auf die Cloud? Da braucht es Hilfestellungen, Richtlinien, technische Grundlagen natürlich, weil es sind Leute von BIT im Raum. Das ist eine große Arbeit, dass das nachher auch möglich ist. Wir haben sehr komplexe rechtliche, technische und organisatorische Arbeiten, sind wir am Bewältigen. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, es ist abgeschlossen, darum ist es ein Lessons Learned Vortrag. Was sehr erfreulich war, also die Leitung war in der Abteilung von Dani Markwalder, Bereich digitale Transformation, in ganz enger Zusammenarbeit mit der Beschaffung BBL und mit dem BIT, unserem IT-Provider, sagen wir mal. Wir haben 4 Teams gehabt, das ist eines der Lessons Learned. Wenn man so externe und interne Arbeiten hat, dann muss man das auch auf verschiedene Köpfe aufteilen. In unserem Organigramm sind zum Teil Namen doppelt aufgeführt, aber grundsätzlich hatten wir ein Team für Vertragsverhandlungen, die dann auch wirklich vor Ort waren, mit den Vertragspartnern das ausgehandelt haben, gemischt in den Skills, Beschaffung, Recht, Cloud-Experten, das hat es alles gebraucht. Dann für die internen Prozesse und die interne Governance ebenfalls ein ganzes Team.
Da haben wir mit internen und externen Leuten zusammengearbeitet. Das Recht-Team war anständig gefordert, will ich sagen, ebenfalls mit externer Hilfe noch. Und ein Kommunikationsteam, um das Ganze versuchen zu kommunizieren, weil wir gelernt haben, dass über Cloud zu sprechen in der Öffentlichkeit nicht ganz einfach ist. Ich würde jetzt gerne zu diesen zwei Schwerpunkten ein bisschen ausführen, damit ihr seht, wie die Arbeiten gelaufen sind. Vertragsverhandlungen nehme ich jetzt als erstes. Und zwar war das so, wir haben einen Kickoff gemacht mit allen 5 Anbietern gleichzeitig. Die durften jeweils 4 Personen schicken. Das war noch eindrücklich an diesem Tag. Die haben sich bei der Kaffeepause ziemlich beäugt und sind dann schön einer nach dem anderen hingesessen, haben alle dann die pro Reihe identische Laptops aufgetan, also einen vierten Mal die identische Notebooks aufgetan. Und dann haben wir den Kickoff gemacht und ein paar Rahmenbedingungen für die Vertragsverhandlungen verkündet, wie auch unsere Verhandlungsstrategie. Ebenfalls Kommunikationsregeln, weil wir gewusst haben, dass wir dann einheitlich kommunizieren wollen, wenn es dann alles fertig ist natürlich. Was haben wir erzählt? Wir haben gesagt, wir wollen einen Rahmenvertrag haben. Das war schon einmal die erste Hürde, weil nicht alle Firmen arbeiten mit Rahmenvertrag. Aber das war uns wichtig. Wir haben auch gesagt, liebe Hyperscaler, ihr werdet alle 5 das gleiche Abrufverfahren für uns zur Verfügung stellen müssen. Sonst ist es für uns aus Bundesverwaltungsgesicht nicht bewältigbar. Auch das haben wir geschafft. Und dann verschiedene Anhänge. Jetzt diese 5 Hyperscaler haben ja bei der Publikation der Ausschreibung ein Angebot eingereicht. Das haben wir analysiert, eine Gap-Analyse, zum zeigen, wir hatten Anforderungen, sagen wir mal 23 Punkte, wo wir gesagt haben, das wollen wir von unseren Hyperscalern. Und dann haben wir die Angebote angeschaut, die reingekommen sind, hatten dann farbkodiert gesagt, bei diesen Punkten habt ihr welches Niveau erreicht und haben das am Kickoff dann anonymisiert gezeigt und man hatte dann Kolonnen mit Grün, Gelb und Rot. Ich muss sagen, Chapeau an unsere Strategen, die das so ausgedacht haben. Das hat dann groß Eindruck gemacht. Es war nämlich unsere Verhandlungsbasis. Wir konnten mit dieser Taktik sagen, also lieber Anbieter 1, du hast hier nur Gelb erreicht auf diesem Punkt. Wir hätten dich gerne auf Grün und übrigens dein Kollege Nummer 4 ist schon auf Grün. Und so konnten wir in den Vertragsverhandlungen bei jedem Anbieter deutliche Verbesserungen in den Bedingungen für uns verhandeln. Und zwar sowohl die verschiedenen Anforderungen sowie die Schutzstandards erhöhen über dem, was wir gesagt haben, was im Minimum notwendig ist. Ich gebe ein Beispiel in der Ausschreibung. Hatten wir verschiedene Bedingungen. Was nicht drin war, ist eine Technologie, die dann in der Zwischenzeit Prominenz erlangt hat, die heißt Cyan. Das ist ein Protokoll, mit dem man die Datenübertragung geofencen kann. Wir haben das dann als zusätzlich während der Vertragsverhandlungen gesagt. Übrigens, wir haben eine neue Anforderung, Cyan. Und wir konnten mit dieser Verhandlungstaktik, konnten wir bei allen erreichen, dass jetzt Cyan als Anhang drin ist in den Verträgen. Wir werden dies auch kommunikativ nutzen, dazu komme ich noch. Also die Vertragsverhandlungen sind zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen, die Kommunikation erfolgt später. Jetzt zum zweiten Teil von dem Projekt, so die ganzen internen Governance-Fragen, die Hilfestellungen, die wir erarbeiten. Es sind 4 Stück. Das erste ist ein anbieterneutrales Pflichtenheft. Das heißt, eine Verwaltungseinheit, die auf die Cloud möchte, muss ein Pflichtenheft erstellen. Das ist ein Teil vom Prozess. Das müssen wir innerhalb von dieser WTO so machen. Es hat verschiedene Punkte, die Ausgangslage, Beschreibung vom Aufgabenabrufgegenstand, die Risikobeurteilung muss drin sein, die funktionellen Anforderungen, High-Level-Solution-Architektur, die nicht spezifisch ist auf einen Hyperscaler, sondern generisch ist und dann Evaluationskriterien nach der Gewichtung.
Sobald dass dieses anbieterneutrale Pflichtenheft erstellt ist, und wir sind jetzt dran, das zu machen, wir haben dann nachher auch ein Template, das BIT unterstützt hier fantastisch, kann man dieses anbieterneutrale Pflichtenheft gegen die Evaluationskriterien legen. Und das sind die an der rechten Seite, zum Beispiel Preis, Migrationskosten. Also wenn jemand heute auf Amazon ist und auf Microsoft wechseln würde, was würde das kosten? Die technischen Anforderungen, der Erfüllungsgrad natürlich, die Risikobeurteilung ist wichtig und die Konformität zur Cloud-Strategie. Sobald dann das Pflichtenheft evaluiert worden ist, kommt dann eindeutig ein Hyperscaler raus und die Verwaltungseinheit darf dann von diesem Hyperscaler auf diesen Hyperscaler gehen und von dieser WTO beziehen. Also dieser ganze Prozess unterliegt unserem Projekt, das aufzusetzen, und wir sind hier dran. Dann gibt es weitere interne Sachen, die wir abklären müssen, die wir festlegen müssen. Das eine ist, der Vertrag ist unterschrieben vom BBL und von DT, also von uns. Aber der Cloud Service Broker, die Arbeiten werden ausgeführt von BIT. Das heißt, es braucht ein Pflichtenheft, wo wir dem BIT erklären, was die Rechten und Pflichten sind eines CSB. Damit das funktioniert mit dem Abrufverfahren, das Verrechnungsmodell, das Controlling, also die 110 Millionen nicht überstiegen werden natürlich. Eine Bedingung ist, dass man die Zuschläge pro Verwaltungseinheit oder pro Abruf publiziert. Das müssen wir machen intern. Security, Risk und Compliance gehört jetzt dazu. Da sind wir dran, an dem werden wir ebenfalls arbeiten. Und dann, sicher auch sehr spannend für die Leute im Raum, es gibt einen rechtlichen Rahmen für die Nutzung von Public Cloud-Diensten in der Bundesverwaltung. Das ist ein Bericht, der erarbeitet wird und wurde, ist jetzt in Review. Das beinhaltet die Datenschutzgesetzgebung, das Amtsgeheimnis, Cyberrisikoverordnung, Bestimmung zum Informationsschutzgesetz des Bundes, die verschiedenen Risikoaspekte zusätzlich mit einer Hilfestellung, einem Diagramm, relevante Rechtsgrundlagen, sonstige und dann eine Checkliste für Daten und technische Maßnahmen, die man dann nehmen müsste. Also es ist eine Grundlage. Wir wissen, dass viele auf diese Grundlage warten, auf diese Auslegeordnung, und wir freuen uns darauf, das publizieren zu dürfen. Es wird hilfreich sein. Ich gebe noch den Ausblick. Und zwar, was machen wir? Wir arbeiten alle sehr viel, kann man schon so sagen. Wir finalisieren diese verschiedenen Dokumente, die müssen verabschiedet werden in den verschiedenen Gremien. Man kann sich vorstellen, es sprechen viele Leute mit intern. Diese Grundlagenarbeiten sind natürlich aber nötig, damit das eben geordnet, sicher und effizient abläuft. Das ist unsere Zielsetzung. Wir werden kommunizieren. Hierzu möchte ich gerne sagen, die Grundlagenarbeiten müssen natürlich fertiggestellt sein und intern abgesegnet sein sozusagen, und dann werden wir publizieren, was wir können. Auf der einen Seite wurde mit Steuergeldern erarbeitet, und ich finde es nur richtig, wenn wir möglichst vieles publizieren. Auf der anderen Seite wissen wir, dass ganz viele Kantone, Gemeinden und Firmen darauf warten, zu schauen, was der Bund genau macht. Wir wissen, dass diese Arbeit ist relevant für viele Leute. Wir versprechen also, wir kommen. Wir wissen einfach noch nicht genau, in welchem Umfang und was, weil wir noch dran sind an diesen Arbeiten. Und dann freuen wir uns auf den Erstbezug. Sobald die Verträge finalisiert sind, kann man anfangen zu beziehen. Dieser Erstbezug, da braucht es eben dieses anbieterneutrale Pflichtenheft. Wir sind dort dran, in parallel das ebenfalls zu machen. Und ich freue mich auf den Apero nach dem Erstbezug. Da werdet ihr sicher auch davon erfahren. Danke vielmals. Besten Dank, Erika.
Ich nutze wieder die Macht des Mikrofons und stelle die erste Frage. Sie können sich bereits Ihre Fragen überlegen. Du hast geschildert, dass es einen Mix braucht. Je nach Anforderungen soll das entsprechende Angebot bereitstehen, wenn man hohe Rechenkapazität, irgend sowas braucht, dass man vielleicht auf eine Public Cloud Lösung Hyperscaler gehen kann. Daneben gibt es Anforderungen an Datenschutz etc. Das wäre dann Niveau 2 oder auch vielleicht tiefere Anforderungen, für die man keinen Hyperscaler braucht. Jetzt habe ich eine Frage. Diese Pyramide, ist das eine Pyramide, die steht ja auf dem Kopf, ist das eine Pyramide der Menge oder ist das, kannst du haben wir ein Gefühl, wie die Menge etwa aussieht in dieser Pyramide? Also es stellt nicht die Menge dar, sondern es stellt die Funktionalitäten dar, die zur Verfügung sind. Wie wir vorher gehört haben, wenn man selber baut, Cloud, dann ist man halt limitiert auf die eigenen Ressourcen und Kapazitäten. Wenn man beim Hyperscaler geht, also darum ist es dort oben groß und breit, hat man viel mehr Funktionalitäten zur Verfügung. Je restriktiver, dass man die Daten handhaben muss, desto weniger Funktionalitäten hat man einfach off the shelf verfügbar. Das ist einfach so. Also, bezüglich Menge wäre es vielleicht eher eine echte Pyramide. Dann wäre es umgekehrt. Wir erwarten, dass es umgekehrt ist in Anzahl Applikationen. Genau. Sehr gut, dann gebe ich das Mikrofon weiter. Ich habe gelernt, dass ich das tatsächlich physisch weitergeben soll, deshalb gehe ich wieder ganz in die Reihen. Ja. Ganz links. Ich weiß nicht, wer zuerst war, aber es ist ja in der Nähe. Ich beginne außen. Besten Dank. Mein Kurzname L-I-L. Nein, mein Name ist Lorenz Ilk, Firma iWeb. Besten Dank für die Präsentation. Ich bin froh zu hören, dass Sie Hyperscaler nur für die Stufe 1 beschafft haben. Und ich freue mich darüber zu hören, dass Stufe 2 gewisse weitere Vorgaben, Bedingungen geknüpft ist. Zum Beispiel Standort, wo ist die Datenhaltung? Ich gehe davon aus, es geht vor allem um die Datenschutzgeschichte. Wie sehen Sie das, wenn denn die Personendaten dort drin gespeichert werden dürfen? Also wir sprechen vom europäischen Umland, oder? Nicht so schützenswert, aber die Bundesdaten sind schützenswerter, die werden dann nur in der Stufe 3, 4 und 5 geschützt. Correct. Was speichern Sie dann in der Stufe 1 und warum braucht es dafür so viel Cloud? Ich gebe gerne 2, 3 Beispiele. Die Frage ist sehr gut. Für was brauchen wir als Bund überhaupt Hyperscaler? Es ist Wandersaison, oder? Jetzt, ich habe es im Zug heute gesehen. Also, was braucht man zum Wandern? Wetter und Landkarten, oder? Das sind ja unsere zwei große Produkte, die gern genutzt werden. Die Wettermodelle, die brauchen solche Rechenkapazitäten, die müssen auf den Hyperscalern gerechnet werden. Zudem, die Wolken halten nicht, und ich meine jetzt die physischen, echten Wolken, oder? Die halten nicht an der Grenze. Das heißt, es gibt da Kooperationen mit Europa natürlich, die sagen uns, welche Wolken am Kommen sind. Da braucht es Hyperscaler-Berechnungen, um auch dieses Handover mit Europa zu machen, zum Beispiel. Wetterdaten sind wirklich nicht kritisch irgendwo auf irgendeinem Schutzniveau unter irgendeinem Daten oder Personen. Das kann man wirklich bedenkenlos in die Cloud geben zum Beispiel. Ähnlich ist es mit SwissTopo, da sind einige der Apps, die sehr beliebt sind, die laufen ebenfalls auf einem Hyperscaler, genau darum. Und ein anderes Beispiel, die Webseiten selber sind nicht auf den Hyperscaler gehostet, weil wir mussten aber zum Beispiel während Corona die Skalierbarkeit sicherstellen, weil die Bundesrechner das schlicht nicht bewältigen konnten. Also sind wir auf Amazon ausgewichen und konnten dadurch skalieren und den Bedarf an Informationen, die die Bevölkerung hatte gegenüber dem Bund, konnten wir dank den Hyperscalern zufriedenstellen. Das wäre sonst nicht gegangen. Und all diese Daten, das sind Nutzen, die wir sehen, die sind nicht kritisch. Da hat es keinen Schutzbedarf von irgendwelchen Daten. Und solche Anwendungen müssen wir ermöglichen können. Zuerst vielleicht. Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Adrian Fichter von der Republik. Ich habe eine Frage noch jetzt zu diesem Gerichtsurteil. Also was bedeutet das jetzt genau für
die Vertragsverhandlungen, wenn jetzt das Bundesverwaltungsgericht entscheidet, doch, wir müssten vorsorgliche Maßnahmen einleiten, also eben, dass es zum Stopp dieser Bearbeitung in der Cloud kommen sollte, was ja der Beschwerdeführer in dem Sinne verlangt. Also jetzt das Bundesverwaltungsgericht hat ja zuerst anders entschieden, dann ist es zum Bundesgericht gekommen, jetzt ist der Ball ja wieder zurück beim Bundesverwaltungsgericht. Also welche Konsequenzen hat es für die Bundeskanzlei, für all die anbietenden Cloud-Provider, ja, auch für den Kredit von 110 Millionen Franken? Also danke für die Frage, Adrian. Was du ansprichst, ist das Worst-Case-Szenario. Es gibt natürlich auch Best-Case, auf die wir hoffen. Worst-Case-Szenario ist, dass man sagt, ja, bis der Entscheid vom Gericht kommt, müssen wir sistieren. Wir schätzen es als unwahrscheinlich ein, ich hol's anlangen. Der Reihe nach. Für die Vertragsverhandlungen bedeutet das gar nichts, weil die Vertragsverhandlungen selber, das ist ja Papier, das ist noch kein Bezug und da sind ja noch keine Daten auf die Cloud gegangen. Dort machen wir ganz normal weiter. Ebenso mit den ganzen internen Arbeiten, weil der Bund muss die Cloud-Technologien nutzen können für nicht kritische Daten auf den Hyperscalen. Es muss einfach möglich sein, auch wenn wir temporär warten müssen, was das Gericht sagt. Wir sind dran, mit dem Rechtsdienst Szenarien auszuarbeiten, was passieren würde, wenn wir wirklich ganz sistieren müssen oder je nachdem, was da kommt. Wir sind bereit, es würde uns verlangsamen. Ich muss einfach ganz ehrlich sagen, ich persönlich fände es schade für die Schweiz, weil die Bundesverwaltung kann profitieren vom Public Cloud Angebot. Ich habe noch eine kleine Anschlussfrage. Besten Dank für Ihre Antwort von vorhin. Wenn jetzt Sie sagen, ja, Personendaten zum Beispiel könnten im europäischen Umland gespeichert werden, also Level 2, Cloud Plus, Public Cloud Plus. Woran denkt man da im Unterschied zu den besonders schützenswerten Daten des Bundes, die nur in der Schweiz gelagert werden dürften? Okay, ich bin Informatikerin, also das schicke ich voraus und nicht Juristin. Es gibt einen Unterschied zwischen Personendaten, besonders schützenswerten Personendaten. Und das ist geregelt und mir geht es darum, dass jedes Projekt anschaut, was habe ich für Daten, und darum tun wir auch die ganzen Hilfestellungen bereitstellen. Also ich, Projektleiter zum Beispiel, möchte irgendeine App bauen, ich habe irgendwelche Daten. Und dann gehe ich durch die ganz normalen Sicherheitsprozesse, die der Bund heute ja schon hat, das ist nichts neu, und ich schaue, was sind meine Daten und wohin darf ich meine Daten tun, sind die vertraulich, sind die intern, sind das Personendaten, besonders schützenswerte Personendaten. Und dann wird eingestuft, wo es hin darf oder nicht hin darf. Und das sind einzelne Abklärungen. Da gibt es auch dann Sicherheitsexperten pro Departement und zum Teil pro Amt, die das machen. Und das ist ein geregelter Prozess, nachdem dann eine Antwort kommt. Und danach erst wird entschieden, gehe ich auf die Cloud oder nicht. Weiter, jetzt bin ich irrtümlich in die Mitte gegangen. Scheint eine gute Frage-Ecke zu sein hier. Vielen Dank. Merci vielmals für den Vortrag, Roswitha Eichberger. Ich habe eine Frage im Zusammenhang mit dem kantonalen Datenschutzgesetz und so weiter. Sie reden ja jetzt über die Bundesverwaltung. Das heisst, man tut Daten dann dort intern brauchen, aber es gibt ja Government, E-Government. Das sind dann Themen der Zukunft. Ist das so richtig zu verstehen? Weil sobald man irgendeinen Austausch hat mit dem Kanton, müssen wir ja zuerst die Datenschutzgesetze von den Kantonen anpassen. Ist das richtig zu verstehen? Ich bin überfragt, das tut mir leid. Das ist eine juristische Frage. Ich habe es auch akustisch nicht gut. Also die kantonalen Gesetze müssen angepasst werden, basierend auf dem Bundesgesetz. Ja, also zum Beispiel, es gibt ja Nutzer, Blaulichtorganisationen oder irgendwie auf Kantonsebene oder Gemeindesebene, wo jeden einleuchtet, dass man das muss können machen, aber das Datenschutzgesetz oder kantonale Gesetz, die sind unter Umständen eben noch nicht dort. Könnte ich mir vorstellen, das ist eine Annahme. Tut mir leid, ich bin überfragt. Ja, also ich kann auch nicht wirklich helfen. Es ist klar, dass die
Das Datenschutzgesetz gilt auch für die kantonalen Behörden. Es gibt kantonale noch quasi Vorgaben. Da können wir auch nicht flächendeckend sagen, was dort gilt. Hingegen wird natürlich, und wir kriegen auch Anfragen, die Kantone schauen schon auch ziemlich genau, was der Bund macht. Umgekehrt schauen wir auch, was die Kantone machen. Oder? Wir haben auch natürlich das mit Interesse verfolgt, Zürich mit Office 365, auch Stoßrichtungen aus Genf etc. Wir verfolgen das natürlich auch mit Interesse. Das ist vielleicht eher so die generische Antwort. Gut, ganz hinten, das ist gut für mein. Fitness für den Chef. Macht er wenigstens etwas? Merci vielmals für den Vorrang. Mein Name ist Chantal Lutz, Domenic & Partner Rechtsanwälte. Ich verhandle sehr viele IT- und Cloud-Verträge, ich schreibe diese auch. Und wir fragen uns immer, wenn es um die großen Hyperscaler geht, ja, wo kommen die eigentlich entgegen? Die sind ja eher unflexibel, wenn es darum geht, zum Beispiel bei Haftungsfragen oder beim Gerichtsstand. Und können Sie etwas sagen aus den Vertragsverhandlungen? Wo ließen die Hyperscaler mit sich verhandeln und wo ging das überhaupt nicht? Weil wir noch nicht abgeschlossen haben, ist es jetzt sehr kritisch. Ich antworte gerne vielleicht generisch, aber es ist ein bisschen unfair. Als Bund hat man natürlich Verhandlungsmöglichkeiten, einfach, die man wahrscheinlich in den normalen Verhandlungen nicht haben. Wir haben die aufs Maximum ausgespielt zugunsten der Schweiz, oder? Und einige Punkte, die uns gesagt wurden, das ist unmöglich, die rücken da keinen Zentimeter, da sind sie doch einen Zentimeter gerückt. Ich sag's mal so. Vielleicht auch noch flankieren, auch wenn ich jetzt ein bisschen von der Moderatorenrolle abweiche. Ich bin sehr überzeugt vom Ansatz, dass wir dort mehrere haben. Wir haben ja diese Hybrid-Multi-Cloud-Strategie und Multi bedeutet eben, dass man mehrere hat, nicht nur mehrere Stufen, sondern auch auf derselben Stufe mehrere. Und ich glaube, in diesen Vertragsverhandlungen hat man wirklich gesehen, dass man das auch bewusst sie gegeneinander ausspielen kann. Es wäre sicher schneller gegangen, wenn man nur einen gehabt hätte, aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wir massiv mehr erreicht haben, durch das, dass wir das auch, ich denke, einigermaßen geschickt ausgespielt haben. Das ist das Spiel, ein Lieferant will für sich möglichst gute Optionen, wir wollen die für uns und ich glaube, das hat uns enorm geholfen, dass wir 5 haben, auch dass dieser Bezug optional ist. Ich glaube, das war ein guter Ansatz, den ich je nach Umfeld auch weiterempfehlen könnte. Rudi Schmid von der Cybex AG. Ich habe eine ganz kleine, einfache Frage. Warum traut sich der Bund nicht zu, eine eigene Cloud aufzubauen für all ihre Kantone und Gemeinden? Und für sich selbst natürlich. Das ist Stufe 3 und das trauen wir uns absolut zu. Also das Erste ist, für uns eine Cloud aufzubauen, trauen wir uns zu. Da sind auch Arbeiten im Gange und Abklärungen im Gange, wie man das genau am besten macht. Wie gesagt, wir haben heute Atlantica als Cloud. Lösung. Wie und ob das zur Verfügung gestellt wird für die Kantone und Gemeinden, ist dann die nächste Frage. Das ist außerhalb von dieser Hyperscaler-Beschaffung ist ausgegrenzt. Das Zutrauen, denke ich, tun wir uns das schon. Ja, und das ist bereits Realität und wird es bleiben. Ja. Aus Wegökonomie nehme ich die zweite Frage zuerst und komme dann zu dir, Wolfgang. Das war der allererste. Okay, vielen Dank. Ich frage jetzt trotzdem. Mein Name ist Rika Koch. Ich bin von der BfV und lange für den von Ihnen referenzierten Nationalen Wetterdienst tätig. Zuerst erlauben Sie mir einen kurzen juristischen Senf zu der Datenschutzfrage von soeben. Also wir vom Bund, also ich sage jetzt noch wir, sind ja auch mit dieser Situation konfrontiert, dass Datenschutzgesetzgebung momentan im Wandel ist. Und ich denke, da kann man sich gut danach richten, wenn man von den höchsten möglichen Standards einfach ausgeht, also GDPR oder halt auf Bundesebene, also nicht allzu viel davon abweicht, würde ich jetzt spontan sagen.
Jetzt meine Frage. Vielen herzlichen Dank für das spannende Referat und für die gute Arbeit, sogar im Sommer. Mir fehlt zum Glück, muss ich sagen, die Erfahrung mit solchen riesigen Projekten. In meiner idealen Welt haben wir eine Beschaffung und der Vertrag ist schon mehr oder wenig Pfannenfertigvertrag, Ausschreibungsbestandteil. Inwiefern war das geplant? Also welche Gedanken stecken dahinter, dass man zuerst die Ausschreibung hat und dann diese Parallelität mit den Vertragsverhandlungen für den Rahmenvertrag, aber auch schon Abrufe mit Einzelverträgen ohne den Rahmenvertrag zu haben, hat das strategische Überlegungen? Ist das der Komplexität geschuldet? Das sind ganz viele Fragen. Ich beantworte eine nach dem anderen. Die Ausschreibung und die parallelen Verhandlungen, das war die Verhandlungsstrategie. Und die ist am Schluss, also wenn ich jetzt zurückschaue, die ist vollkommen aufgegangen. Also Chapeau an die Strategen, die das sich ausgedacht haben von der Verhandlung. Wir haben sehr viel erreicht in den Vertragsverhandlungen, weil wir eben die gegeneinander ausspielen konnten. Wir hätten uns mit viel weniger zufrieden geben müssen, wenn wir einfach ausgeschrieben hätten und danach einen Rahmenvertrag unterschrieben. Wir wären nie gleich weit gekommen. Das mal zu dem. Dann, wir hatten schon laufende Verträge. Wie gesagt, also der Meteo Schweiz und Swiss Topper, die laufen heute schon auf den Hyperscalern außerhalb von dieser WTO. Die WTO ist nicht primär für diese geschaffen worden, obwohl die werden dann auch wahrscheinlich beziehen darüber, wenn wir noch schauen. Aber die WTO ist vor allem für alle anderen. Und die Abteilungen, die schon laufen, die sollten ja auf keinen Fall gestoppt oder zurückgehalten oder behindert werden durch die WTO. Darum gibt es das jetzt im Parallel. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Swiss Topo schon seit 15 Jahren unterwegs mit Amazon. Also da sind wir neugeboren im Vergleich. Ne? Gut, besten Dank. Vielen Dank. Mein Name ist Wolfgang Straub. Ich habe eine Frage und einen Hinweis. Das ist eindrücklich, wie man über die Pflichtenhefte nachher zum einzelnen Cloud-Anbieter kommt. Sind denn die Angebote in den Ausprägungen so unterschiedlich, dass immer klar ist, wie man für ein bestimmtes Amt und seinen Bedarf zu einem bestimmten dieser fünf Anbieter kommt? Oder gibt es manchmal da noch, wie dass man unterschiedliche Preise für unterschiedliche Leistungen und Ausprägungen berücksichtigt bei den Angeboten? Das Vorgehen ist folgendermaßen: Das anbieterneutrale Pflichtenheft hat eine High-Level-Architektur drin, die nicht auf einen Hyperscale zugeschnitten ist. Oder? Und dann ist quasi die Arbeit vom Amt, die auf die Cloud will, ist wie fertig. Danach kommen die Experten von den Cloud und werden dort eine spezifische Architektur machen müssen, eine grobe Architektur für alle fünf. Und dann Angebote einholen bei allen fünf. Und dann wird evaluiert. Und wir erwarten, wir haben keine Erfahrungswerte, aber wir erwarten, dass ganz spezifische Anforderungen kommen werden. Wir haben es gehört mit der Meteo Schweiz, mit den Datenmodellen, das ist Amazon offenbar am stärksten, habe ich gelernt. Das wird natürlich bei der Gewichtung sehr prominent sein. Ebenfalls die Migrationskosten werden dort sehr hoch sein, wenn die weg müssen von Amazon. Trotzdem machen wir aber den Prozess genauso durch. Also das ist keine Frage. Wissen wir heute schon, welche Verwaltungseinheit, welche Applikation auf welchen Hyperscaler tut? Nein, das wissen wir nicht. Wir stellen das Angebot zur Verfügung, damit der Bezug einfacher ist, mit möglichst einfachen Lego-Männchen. Oder? Also das ist die Idee. Vielen Dank. Wenn ich Sie richtig verstehe, wird es also Mini-Tenders geben zwischen den fünf Anbietern für je nachdem einen konkreten Bedarf. Jein. Die Idee lehnt sich an das Mini-Tender-Verfahren an. Ich habe keine Ahnung, ob das allgemein bekannt ist. Ist aber nicht das Gleiche.
Wir müssen diesen Prozess durchlaufen mit dem Pflichtenheft und dann der Evaluation und dann ist das Auswahlkriterium gegeben und dann gewinnt ein Hyperscaler aus diesem rein internen Prozess. Danach ist es Self-Service. Also die Verwaltungseinheit, die das Pflichtenheft erstellt hat und die auf die Cloud will, macht nachher mit einem Klick und geht selber. Bei Minitender ist es ja umgekehrt, da bieten Leute auf ein Pflichtenheft. Das ist bei Cloud ist das umgekehrt. Vielen Dank. Ich habe noch einen Hinweis versprochen. Sie haben eine sehr spannende Vorgehensweise gewählt, zuerst den Zuschlag zu erteilen und dann parallel im Wettbewerb den Vertrag zu verhandeln. Zur Frage meiner Kollegin Frau Lutz habe ich einen Hinweis auf eine Publikation von Christopher Millar, der an der Queen Mary University in London lehrt. Der hat verschiedenste Untersuchungen gemacht, in welchen Punkten die Cloud-Provider bei Vertragsverhandlungen nachgeben. Es gibt verschiedene Studien, die auf seiner Website publiziert sind, wo man sehen kann, dass eben doch viel mehr Verhandlungsspielraum besteht, als so meistens bei den allerersten Vertragsverhandlungen gesagt wird von den Anbietern. Danke. Ich schließe den Tipp an mit, wer den Superservice von Gartner hat, kann dort auch nachfragen. Vielen Dank, Rahel Tanner. Eine sehr kurze Frage. War für Sie von Anfang an klar, dass alle 5 Anbieter mit im Rennen, also bis am Schluss wirklich bleiben? Oder war auch eine Option, dass da einer irgendwie rausfällt, weil sich eben Ihren Anforderungen nicht beugt? Wir wussten, dass das eine Möglichkeit ist, eine hypothetische. Wir haben gemerkt, dass für die 5, die den Zuschlag bekommen haben, der Bund als Kunde zu haben, eine Prestigesache ist. Und von dem her wurde uns ziemlich klar, dass sie nicht zurückziehen würden. Es hat sich anders abgespielt. Oder? Da sind wir wieder bei diesen gegeneinander ausspielen Situation. Die Gefahr, dass jemand irgendwie in einem Punkt viel weniger anbietet als der Rest, dann wird beim internen Wettbewerb dieser benachteiligt und dann die Chancen auf einen Teil dieser 110 Millionen geringer. Darum war der Ansporn dann mitzuziehen. Es war eher dieser Mechanismus. Ja. Ja, genau. Gut, vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir langsam in die Mittagspause einschwenken. Ja. Danke, Marc Bergmann. Danke für den Vortrag und Ihre Informationen. Können Sie das vielleicht beantworten, wenn diese Ausschreibung jetzt nicht im 2000 durchgeführt worden wäre oder publiziert wurde, sondern heute? Hätte man das Prozedere auch so durchführen können mit den Verhandlungen, so wie ich das erachte oder wie Sie es erklärt haben, gab es ja eigentlich auch Preisverhandlungen. Und die sind ja heute nicht mehr zugelassen. Ja, wir durften und haben. Und ob das jetzt noch zugelassen ist oder nicht, übersteigt mein Wissen, es tut mir leid. Auch einige Vertreter des BBL da, vielleicht ein Mittagsthema. Besten Dank für die Fragen auch. Ich glaube, das ist sehr interessant, auch für uns. Ich glaube, es ist wirklich ein Thema, das bewegt, das auch uns bewegt. Ich möchte hier einfach nochmals in aller Klarheit sagen, wir sind nicht Vertreter einer bestimmten Kategorie. Unser Auftrag ist es, quasi einen ganzen Werkzeugkasten bereitzustellen für die Verwaltung, dass die jeweiligen Bedürfnisse möglichst optimal abgedeckt werden können. Unser Auftrag ist es, Anforderungen zu sammeln, soweit sinnvoll zu bündeln und dann je nachdem auch zu beschaffen, zusammen mit den Spezialisten. Also es ist nicht so, dass wir irgendwelche Aktien bei irgendwem hätten hier. Wir wollen auch ganz bewusst, das kam jetzt hier naturgemäß nicht, war nicht der Fokus des Vortrags, wir wollen auch diese interne Clouds bauen. Wir sind da in sehr engem Austausch mit den LAs, mit den BIT namentlich, aber auch das IS
erste EJPD, das natürlich noch besondere Sicherheitsanforderungen hat. Da sind wir wirklich in sehr engem Austausch. Sicherheit ist ja sehr ein interessantes Thema, das sehr viele Facetten hat. Auch Verfügbarkeit ist ein Sicherheitsthema. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir bedarfsgerecht die richtigen Angebote haben und dass die dann auch passen. Ich darf dir auch ein kleines Präsent, das ich nicht organisiert habe, aber überreichen darf, verteilen. Ganz herzlichen Dank, so dass du dich den Fragen gestellt hast. Ich glaube, das ist ein Applaus nochmals wert. Danke, Delmar.